Hi, heute zeige ich dir mal, wie du aus einer schnöden Monospur in den meisten Fällen eine schöne breite Stereospur machen kannst und das Ganze sogar noch ohne Plugin. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog und heute wollen wir uns, wie ich es gerade schon gesagt habe, damit auseinandersetzen, wenn man eine Monospur vorliegen hat, aber gerne eine schöne gedoppelte Stereospur haben möchte. Also im Mix kommt man an den Punkt und sagt, die Spur ist Mono, aber ich hätte gerne eine breitere Spur, also schön breites Stereo. Zum Beispiel bei Background-Vocals oder bei Akustikgitarren oder bei einem Piano-Sound, den du, wo du nur eine Spur hast, aber denkst du, breiter wäre schöner. Man kann das Ganze natürlich über Plugins machen. Es gibt von Waves den Doubler zum Beispiel, ist glaube ich regelmäßig mal im Angebot. Für $29 oder das Real ADT, das Artificial Double Tracking Verfahren von den Abbey Road Studios oder aber auch von Brainworks, den Stereo Maker. Alles drei Plugins, mit denen man das durchaus hinkriegen kann. Aber diesen schönen Effekt, den man hat, wenn eine Spur tatsächlich zweimal eingesungen oder zweimal eingespielt wurde und diese leichten Ungenauigkeiten bei den beiden Einspielungen, wenn man die hart nach links und rechts außen pannt, dann ist das einfach ein Effekt, den man mit keinem Plugin dieser Welt hinbekommen kann. Das ist ein schöner, breiter, organischer, natürlicher Stereo-Effekt. In den meisten Fällen kann man das dann aber trotzdem in der Session hinbekommen, dass man aus dieser Monospur eine Stereospur machen kann, und zwar ohne Einsatz sogar von Plugins. Und wie das geht, schauen wir uns gleich in der Session an. Wenn dir dieses Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn du mir es über einen Daumen nach oben zeigst. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, dann klick einfach zweimal auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Und verpasst gleich auf jeden Fall nicht die Frage der Woche, denn da geht es darum, wie ich, also nach der Session die Frage der Woche, denn da geht es darum, wie ich mit unterschiedlichen Abhörmonitoren umgehe. Dann eine spannende Frage auf jeden Fall, klären wir gleich nach der Session. Jetzt gehen wir aber erstmal rüber in Medias Res und schauen uns an, wie man aus Mono Stereo machen kann. Also los geht's. So, dann sind wir schon in der Session und ich habe hier ein kleines Übungspattern aufgemacht. Einfach mal ein Pattern, ein bisschen Schlagzeug gespielt, ein bisschen Gitarren drauf gespielt. Gar nicht, um dann einen echten Song rauszumachen, sondern einfach nur, um ein kleines bisschen zu üben beim Mischen, weil wer was gut können will, der muss es ja auch oft üben. Also übe ich auch regelmäßig. Und hier hören wir mal kurz rein und ich spiele das mal ein bisschen länger, damit du gleich verstehst, warum ich das, warum oder wie ich diesen Trick anwende. Also ein bisschen Geduld, aber wir hören mal rein. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Bisschen. Genau, soweit erstmal hier. Und vielleicht ist es dir schon aufgefallen, es geht mir nämlich um diese Gitarrenspur, die ich hier habe. Die heißt jetzt hier Gitte links. Warum heißt sie Gitte links? Weil es gleich noch eine Rechtsspur geben wird. Aber es geht um diese Spur hier. Ne, die legt so eine Fläche dahinter und die soll jetzt nicht mono in der Mitte liegen, weil sie damit auch der Hauptgitarre im Weg ist, sondern sie soll nach links und rechts außen verteilt werden. Und wie du schon siehst hier, die Doppelung ist quasi schon eingebaut, denn wir machen uns zunutze, dass in vielen Songs viele Parts heutzutage ja wiederholt werden. Das heißt, die werden nicht einmal gespielt, nicht zweimal, so in diesem Fall hier dieser Akkord sogar viermal und das Pattern danach, was danach kommt, auch doppelt. Das heißt, wir haben die Doppelung quasi in dieser Monospur schon eingebaut und müssen das im Prinzip uns nur noch zunutze machen. Und das geht ganz einfach, indem ich das hier mal kurz editiere. Das heißt, wir generieren jetzt erstmal eine zweite Spur. Mit Kommando D kann ich das hier in Logic machen. In Studio One ist das, glaube ich, auch so. Und die Spur heißt hier jetzt noch Gitte links. Die heißt natürlich jetzt gleich Gitte rechts. Und damit haben wir schon mal eine zweite Spur, wo der gleiche Equalizer auch draufgeladen ist, der hier auf der ersten Spur auch drauf ist. Und jetzt schneiden wir einfach mal. Wir haben hier einmal hier den ersten Akkord, den zweiten Akkord. Und hier vor dem dritten Akkord schneide ich jetzt einfach mal das hier so frei. So. Und dann nehme ich dieses Pattern und schiebe das einfach mal hier rüber. Zack, lege das hier einigermaßen sauber drunter. Und das erste Pattern nehme ich und schiebe das auch hier einigermaßen sauber drunter. Und dann haben wir hier noch diese Akkordfolge, die hier noch kommt, die wir gerade gehört haben. Auch die schneide ich frei. Hier einmal schön sauber freischneiden und hier auch nochmal schneiden. Denn das ist ja auch eine Wiederholung gewesen. Und jetzt kann ich die einfach nehmen und schiebe auch diese da drunter. Jetzt muss ich gleich ein bisschen aufpassen, kopiere das hier drunter und die erste kopiere ich unter die zweite. Denn ich habe hier nicht auf dem Raster gespielt, das heißt, ich habe das Schlagzeug einfach frei eingespielt. Jetzt muss ich kurz gucken, ob die Anfänge einigermaßen sauber übereinander liegen. Die dürfen ruhig ein bisschen unterschiedlich sein. Mal hier kurz den ein bisschen Ausklang noch beiführen. Also ein bisschen Handarbeit ist es auf jeden Fall. Und hier sieht man auch schon, da der Anfang
hier, der ist nicht ganz übereinander. Das heißt, ich schneide hier einfach mal ein kleines bisschen und schiebe das mal grob untereinander. Das muss jetzt nicht hundertprozentig sein, denn wir wollen uns ja genau diese Ungenauigkeiten, wollen wir uns ja zunutze machen. Verbinden die beiden hier mal direkt über einen Crossfade. Und hier der Anfang, wie ist der hier? Kurz, kann man den zweiten auch noch ein kleines bisschen verschieben. Hier so, Crossfade bleibt ja stehen. Dann machen wir hier wieder ein Crossfade. So, bupp. Einmal dazwischen, wie ist hier der Anfang? Der ist auch noch nicht so ganz sauber getroffen. Also wie gesagt, ein kleines bisschen Handarbeit ist es, aber wirklich nicht viel. Und hier beim nächsten haben wir auch noch den Anfang. Ja, der ist auch nicht ganz übereinander. Das heißt, hier schneiden wir auch noch mal einmal und schieben den noch ein kleines bisschen nach hinten. Hier auch ein Crossfade, denn wenn man den Crossfade nicht macht, dann könnte es passieren, dass es dazwischen knackt. Das wollen wir natürlich nicht. Falls du dich fragst, wie ich das so schnell mache hier mit den Tools, dass ich umschalten kann. Ich habe mir den Crossfade oder das Fade-Tool auf die Taste F gelegt. Wenn ich die drücke, das kann ich in den Tastenkommandos eingeben. Wenn ich die drücke, F, dann ist das sofort ein Fade. Und wenn ich D drücke, dann habe ich wieder den Zeiger, mit dem ich verschieben kann. Ganz praktisch, eine Arbeitsweise, die ich mir mal irgendwann angewöhnt habe. So, jetzt sind wir hier beim zweiten Teil. Da ist der Anfang, glaube ich, einigermaßen sauber übereinander. Ja, das kann ich hier nämlich wieder an der Linie sehen. Ne? Die Startpunkte sind einigermaßen gleich. Und jetzt das zweite Pattern noch einmal gucken. Falls du dich fragst, warum ich hier das einfach so abgeschnitten lasse, das wird gleich nicht auffallen. Da spielt ja auch noch eine Band, dass hier eine Lücke ist. Das wird man gleich nicht hören. Und hier ist der Anfang von dem zweiten, ist auch einigermaßen gleich. Und das war es auch schon. So ein bisschen Handarbeit. Wir haben uns einfach die Wiederholungen zunutze gemacht. Und schon ist da hier ein schönes Stereobild rausgekommen. Achso, habe ich ja noch gar nicht abgespielt. Ne? Hören wir doch noch mal kurz. Denn das ist wirklich ein Ergebnis, was ich hören lassen kann. Und das Tolle ist, das geht natürlich nicht nur bei Gitarren. Das heißt, wenn du eine Vocalspur hast, die du vielleicht schön breit im Stereo haben möchtest, und da sind auch so viele Wiederholungen, bei einer Chorstimme zum Beispiel, da wird ja oft das Gleiche hintereinander gesungen. Im ersten Refrain wird was gesungen und im zweiten Refrain wird das nochmal gesungen. Das muss ja nicht direkt hintereinander sein, wie das hier ist. Das kann ja auch sein, dass du dann einfach den Chor aus dem zweiten Refrain nimmst und unter den vom ersten Refrain legst und umgekehrt. Auch damit kannst du doppeln. Oder bei Pianos ist es das Gleiche. Nimmst das Piano aus der ersten Strophe, unterlegst das nochmal mit dem aus der zweiten Strophe. Unendlich viele Möglichkeiten. Songs bestehen so viel aus Wiederholungen, da ist auf jeden Fall in den meisten Fällen was drin. So, jetzt hören wir aber wirklich mal rein. Also, achso, wir müssen noch das Panorama natürlich dann umstellen. Die eine Spur, die muss natürlich nach links im Panorama und die andere nach rechts. So, haben wir das auch geschafft. Und jetzt haben wir die beiden schön hart links, rechts, außen gepannt und sollten jetzt ein tolles Stereobild haben. Mal erst Solo. Klingt sehr schön. Ne? Weit weg von dem Mono, was wir vorhin hatten. Ich kann es ja nochmal kurz Mono abspielen. Mono war es so. Bisschen müde. Also mal wieder zurück. Nehmen wir das Solo mal raus und hören das Pattern ganz an. Ist jetzt ein bisschen lauter geworden, dadurch, dass ich zwei Spuren habe. Leiser machen. Jetzt kommt das andere Pattern. Ne, fällt gar nicht auf. Sehr schön. Hat wunderbar geklappt. Aus einer Monospur eine Stereospur gemacht. Wie gesagt, klappt in den meisten Fällen. Nicht immer, aber in den meisten Fällen. Und das Ganze noch ohne Plugin. Ich habe nichts angepackt. Hier ist nur ein Equalizer drauf. Das war's. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbauen und wir gehen jetzt rüber zur Frage der Woche. Also, los geht's. Okay, ich gebe zu, das klappt nicht immer. Ist ja klar, wenn man keine Wiederholung im Song hat, dann kann man das auch nicht machen. Aber dafür sind ja die Plugins dann immer noch geeignet. Wie gesagt, der Doubler von Waves, das Real ADT und auch der Stereo Maker sind drei wunderbare Plugins, mit denen man das machen kann. Man kann auch mit Delays arbeiten und so weiter. Es gibt noch diverse andere Möglichkeiten, das zu machen. Aber wie gesagt, diese Methode ist auf jeden Fall die organischste und die natürlich am natürlichsten klingende Methode. Kommen wir zur Frage der Woche, die ist heute ein bisschen länger, kommt von Chris und Chris schreibt, hallo Jonas, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema zweites Boxenpaar oder auch eine Monobox als zusätzliche Abhöre. Ich überspringe mal ein bisschen was, ich komme mal zum Thema. Jetzt wieder zum eigentlichen Thema. Es wird ja empfohlen, noch mindestens ein zweites Paar Boxen am Start zu haben und das auch durchaus mit etwas eingeschränktem Frequenzbereich, so wie zum Beispiel auch die genannten Mixcubes. Da geht es um die Avanton Mixcubes oder ich habe hier von Auraton, diesem Mono-Speaker habe ich hier oben drüber bei mir. Auch die genannten Mixcubes, damit man sich ein Bild machen kann, wie der Mix später im wahren Leben klingen könnte. Außerdem soll das nach unten und oben beschnittene Frequenzspektrum auch die Konzentration auf die Mitten erleichtern. Jetzt überspringe ich noch mal ein bisschen was.
Selbst, er schreibt dann hier, speziell wenn es um diesen eingeschränkten Frequenzbereich geht, wäre es dann nicht viel einfacher und auch billiger, einfach auf den Ausgangsbus einen EQ zu legen und sowohl unten als auch oben mit dem High- bzw. Low-Cut etwas abzuschneiden. Selbst eine Monobox könnte man sich doch sparen, wenn man einfach am Ausgang auf Mono schaltet. Lieber Chris, lange Frage auf jeden Fall, aber du hast natürlich halb recht. Also ein Jein würde ich dir gelten lassen. Natürlich kann man die Stereoboxen auch auf Mono schalten und natürlich kann man mit einem Equalizer auf dem Ausgangsbus das Frequenzspektrum so beschneiden, dass man ungefähr in die Range kommt, die so ein kleiner Speaker hat. Ich persönlich bin aber großer Freund davon, mal eben schnell umschalten zu können und auch mir nicht extra Plugins in den Bus reinladen zu können. Erstens kann ich die beim Rausspielen vergessen und zweitens genieße ich einfach diesen Komfort, tatsächlich zwischen zwei komplett separaten Abhören umschalten zu können. Das ist natürlich mit einem kleinen bisschen Aufwand verbunden, ich gebe das zu. Die Auraton, die ich hier oben habe, die hat ein paar Taler gekostet, aber es gibt ja diverse andere Möglichkeiten auch abzuhören. Also ich habe hier, wie gesagt, meine Hauptabhörer sind die KH120 von Neumann und ich habe den Auraton oben in Mono über meinem Monitor stehen. Und da kann ich einfach zwischen hin und her schalten und kann mir sofort anhören, wie das ganze Ding im echten Leben, wie du schreibst, oder im wahren Leben klingt. Aber ich habe noch weitere Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel mein Handy oft in der Nähe, auf dem höre ich mir das an, auf diesem Mini-Pipi-Speaker, weil man darf ja nicht vergessen, dass heutzutage auch unfassbar viele Kids einfach ihre Musik über Handys abhören. Und nicht nur Kids, meine Frau auch. Da habe ich einen Mix gemacht, sage ihr, hör doch mal mein neues Video mit dem Musikmittel. Was macht sie? Sie geht nicht rüber und setzt sich einen Kopfhörer auf. Nein, sie setzt sich einfach dahin, macht ihr Handy an und noch nicht mal mit Kopfhörer, hört sich den Song einfach da an. Und da muss er dann halt eben auch gut klingen. Und ich habe hier noch was, muss ich mal rübergreifen hier. Ich habe hier so einen usseligen, kann man das hier sehen, so einen Bluetooth-Speaker. Den kann man einfach per Bluetooth mit dem Handy koppeln oder mit dem Rechner koppeln oder auch mit dem Kabel direkt anschließen. Und auch darüber kann man abhören, denn viele Leute hören auch darüber ab. Das heißt, es geht weniger darum, sich einen teuren Spezialspeaker, wie zum Beispiel von Avaton die aktiven Auraton-Kopien zu besorgen oder von Behringer gibt es auch den Beriton, auch eine aktive Möglichkeit. Der Auraton da oben ist ja passiv, da brauchen wir noch eine Endstufe für. Also es gibt diverse Möglichkeiten, sich einen günstigen Speaker dahinzustellen. Du kannst auch Oma das Radio klauen, das olle Transistorradio und nimmst nur den Speaker und hörst du darüber ab. Wichtig ist nur, dass es ein völlig anderes Frequenzspektrum ist als bei deinen normalen Abhören. Im Idealfall natürlich eingeschränkt, sodass du über Bässe und Höhen nicht abgelenkt bist, sondern dich wirklich da auf die Mitten konzentrieren kannst. Aber wie gesagt, auch Handy und auch so ein Bluetooth-Speaker helfen da durchaus. Und wenn du dir das alles sparen möchtest, dann mach einfach mal deinen Mix an, mach die Tür auf deinem Studio, mach die auf und geh mal raus in den Flur, also vor die Tür, denn da hörst du Mono und mit beschnittenem Frequenzspektrum. Auch da kannst du sehr gut abschätzen, was noch fehlt oder was zu laut oder was zu leise ist. Also, es gibt diverse Möglichkeiten. Ich stehe auf meinen Auraton in Mono, auf meine Neumänner und auf Rausgehen und auch auf mein Handy und im Bluetooth. Also, du merkst schon. Und das Auto habe ich noch ganz vergessen als zusätzliche Abhörer. Es gibt diverse Möglichkeiten. Man braucht kein extra Geld dafür in die Hand zu nehmen. Das ist meine Meinung. Aber was ist deine Meinung? Wie hörst du ab? Hörst du im Auto ab? Gehst du auch vor die Tür? Hast du 3, 4, 17 verschiedene Abhörpaare? Einige Leute nehmen sogar so usselige kleine PC-Speaker, die sie sich einfach hinstellen. Die sollen nicht gut klingen, die sollen nur einfach den Mix repräsentativ wiedergeben. Wie machst du es? Was ist deine Spezialabhöre, deine Sonderabhöre oder auch deine Hauptabhöre? Schreib's uns unten rein in die Kommentare vom Video. Ich würde mich freuen, da noch die ein oder andere Anregung mal zu lesen. Vielleicht noch einen Tipp, den ich demnächst auch immer wieder mal verwende. Was weiß ich, unter den Schreibtisch krabbeln oder sonst was, irgendwie, keine Ahnung. Schreib's uns unten rein. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Kommentar. Und wenn du magst, sehen wir uns dann nächste Woche wieder zu einem weiteren Video. Ach so, falls du noch nicht Mitglied der Recording Blog Familie sein solltest, dann ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, nochmal eben über einen Klick auf den Abo-Knopf Mitglied zu werden. Wir helfen uns ja heute gegenseitig. Wir haben eine Facebook-Gruppe, wir haben in meinem Blog, wo man alles nachlesen kann und natürlich hier die Videos bei YouTube. Also würde mich freuen, wenn du auch dabei kommst. Und wenn du daneben nicht vergisst, die Glocke anzuklicken, kriegst du sogar noch einen Hinweis, wann das nächste Video rauskommt oder wann ich mal wieder live mische. Also ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Wir sehen uns dann auf jeden Fall nächste Woche zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!